Jetzt die Stockholmerin. Man sieht verhältnismäßig wenig blond. Nur noch 25% der Schweden sind heute blond. Noch um die Jahrhundertwende waren es glatte 50%. Danach die Bukaresterin. Sie werden es schon bemerkt haben, die Damen sind nicht alphabetisch geordnet. Die Luxemburgerin, nicht sehr zahlreich, was auch nicht verwundert bei einem so kleinen, aber schönen Land. Viel Applaus. Die Londonerin in Landestracht? Nein, ich höre gerade, das ist nicht die Landestracht. Es ist vielmehr eine neue Uniform von Mary Quant, die seinerzeit der Minirock zum Siegeszug um die Welt verholfen hat. Ach, und da sind ja die Moskauerinnen, die sich ja jedes Jahr etwas Originelles einfallen lassen. Dieses Mal erscheinen die Vertreterinnen der UdSSR im drolligen Oma-Look. Der Einzug der Moskauerin entpuppt sich als ein überaus heiterer Streifzug durch die sowjetische Nostalgie-Szene. Und da sind auch die Amsterdamerinnen. Die Stimmung im Stadion überschreitet langsam den Rubikon, also den Siedepunkt. Ja, die Amsterdamerinnen. Die Bannerträgerin heißt Tonia von Schloten. 22 Jahre jung, der Vater Zahnarzt. Aus natürlich Amsterdam. Anschließend die kleine Delegation aus Ost-Berlin. Es ist, meine Damen und Herren, sicherlich eine Frage des Standpunkts, ob man die in letzter Minute erfolgte Absage der Bonnerin bedauern soll oder nicht. Hier sieht man auffällig viele recht reife Damen. Nein, das ist nicht Ost-Berlin, das ist Madrid, wo offenbar ganz andere Werte als bloße Jugendlichkeit hochgehalten werden. Jetzt die Pragerin. Sie sehen richtig, die Teilnehmerinnen aus Prag erscheinen durch die Bank im Adams, Entschuldigung, natürlich Evas Kostüm. Es ist ohne Zweifel sicher etwas ungewöhnlich, aber die vermutlichen Beweggründe der CSSR-Führung leuchten auch hier durchaus ein. Die Athenerin, etwas außer Atem. Alle Delegationen sind jetzt eingetroffen. Nein, es kommen noch die Reykjavikerinnen. Ich muss mich korrigieren, die Reykjavikerin, es ist nur eine einzige, Svanhildur Alexandersdottir, Flugbegleiterin aus natürlich Reykjavik. Jetzt wartet alles auf die Amerikaner. Der Zeitplan ist ja ein wenig durcheinander geraten, nicht zuletzt durch den kleinen Zwischenfall mit den Pariserinnen, sodass wir eventuell einige Minuten... Nein, da kommen sie schon. Sie werden es gelesen haben. Es sind dieses Jahr 400 jugendliche Straftäter aus Miami in Florida. Es hat ja da einiges böses Blut, nicht nur in der europäischen, auch in der amerikanischen Presse gegeben. Bei allem Verständnis für die Belange der jungen Männer muss man natürlich auch an gewisse Vorsichtsmaßnahmen denken. Doch das scheint hier in diesem Augenblick vergessen. Die jungen Amerikaner werden vom Publikum genauso begeistert gefeiert wie die europäischen jungen Frauen. Einige der Amerikaner erscheinen wirklich noch sehr jung. Ob zu jung für diese Aufgabe jetzt, möchte ich natürlich nicht beurteilen müssen. Es werden sich in den nächsten 2,5 Stunden hier im Stadion wieder viele unbeschreibliche Szenen abspielen, die wir Ihnen auch dieses Jahr aus technischen Gründen lieber vorenthalten wollen.